Moin Leute, willkommen zu BF Gaming hier. Yatrex hier, natürlich. Na, mein erstes Video, Yatrex Talks. Ich wollte mich mal darüber beschweren, einerseits, dass für die Helden, ne, von den alten Helden, die von Anfang an dabei sind, ne, keine Skins mehr kommen. Wenn wir jetzt mal Dooku, so Earl oder Obi-Wan so angucken, die kriegen da Skins, zwei Stück, mindestens bisher bei jedem. Ja, Anakin jetzt, der kriegt ja auch noch demnächst seinen General Skywalker Skin. Ansonsten, zum Beispiel bei Boba, da hat man auch Möglichkeiten, Battle Damage Skin oder Chewbacca mit C3PO am Rücken. Ich frage mich, warum bringen die für die keine Skins, aber für die, die immer neu ins Game kommen? So eine unnötige Scheiße. Hätte man gleich wieder deinstallieren, die Ficke. Zum Beispiel, wir gucken uns jetzt Earl an, der hat zwei Skins. Anakin kriegt nämlich auch noch seinen nächsten Skin. Und Palpatine zum Beispiel, der hat auch tausende Möglichkeiten für Skins. Maul zum Beispiel, der hat auch mindestens fünf Möglichkeiten für Skins. Und natürlich bringen die Leute von da ist hier keine Skins, nur für die neuen. Da bin ich mir sicher, dass die Community sich auch mehr Skins für die alten Helden als für die neuen wünscht. Ne? Also für die neuen sicherlich auch, aber die alten sollten auch mal welche bekommen. Also meiner Meinung nach brauchen die nicht immer Skins für die neuen Helden releasen. Ein Skin für die reicht meiner Meinung nach komplett. Deswegen sollten die eher Helden-Skins reinbringen für die älteren. Wir schauen uns jetzt Maul an, da könnten die locker drei Skins aus The Clone Wars reinbringen, aus Rebels, ne? Können sie Dorn vielleicht vom Han Solo Film auch noch. Luke, die hat auch noch mega viele Möglichkeiten und auch nichts reingebracht außer den Hot Skin. Ja, also meiner Meinung nach nur erstmal Skins für die älteren Helden, dass sie das erstmal abschließen können. Für die, die keinen haben, die sollten auf jeden Fall alle mindestens einen bekommen. Also bei Bosk ist mir das jetzt eigentlich ziemlich egal. Als auch bei Boba, die haben jetzt auch nicht zu viele Auswahlmöglichkeiten, aber sowas wie Maul, Luke sind eigentlich Pflicht, dass die mehrere oder überhaupt ein Skin bekommen. Also ne, eure Ideen, Wünsche, Meinung dazu könnt ihr gerne in die Kommentare pflanzen. Ne? Dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.